Na gut, wir schauen uns aber mal weiter hier drüben um. In den Gedächtnisgärten. Denn hier gibt es ja noch einiges für uns zu entdecken. Um uns zu scannen? Nö. Ganz viele Komparsen. Ich dachte, du wärst schon wieder auf dem Rückweg zum Außenposten. Viljev hat mich gebeten, hier zu bleiben und mich mit dem Stadtteam abzustimmen, damit wir präzisere Messwerte erhalten. Oh, doch so redselig. Mensch, ich wollte gerade einen Schluck Tee trinken hier. Kommt man gar nicht zu. Okay, gehen wir mal weiter und schauen mal. Hier muss ja jetzt irgendwo der Questgeber sein. Die hängen ja alle gemütlich ab. Auf Aya. Es ist schöner, als ich es mir je vorgestellt habe. Danke. Ich arbeite hart dafür, dass es so bleibt. Warum heißt das hier Gedächtnisgarten? Viele dieser Pflanzen stammen von Orten, die wir an die Kette verloren haben. Sie sind alles, was wir haben, um uns daran zu erinnern. Macht es Sie auch mal traurig, sie anzusehen? Immer. Aber dann denke ich mir, wenn Sie überlebt haben, können wir das auch. Wo sie recht hat. So, schauen wir uns mal diesen Präsentationsständer an, was auch immer er präsentieren mag. Widmung im Gedächtnisgarten. Wir erhoben uns aus dem Nichts, um die Sterne zu berühren, und schufen uns auf vielen Welten ein Zuhause. Trauert nicht um das, was uns die Kett genommen haben. Erfreut euch an dem, was uns noch bleibt. Alles findet ein Ende. Macht Platz für neues Leben, um die Leere zu füllen. Die Welten und Personen, die wir verlieren, kehren irgendwann zurück. Die Familie wächst auch ewig weiter. Wir widmen diesen Garten jenen, die nicht bei uns sind, aber eines Tages zurückkehren werden. Dieser Ort ist für sie. Ach, wie schön. So. Hier drüben ist jetzt auch niemand, mit dem wir reden können, schätze ich. Nein. Was sind das für Dinge? Nichts von Interesse offenbar. Okay, der Markt mit Schnellreisemöglichkeit. Das ist sehr gut. Schnellreisestation. Aha. Werden wir jetzt nicht nutzen. Also wir könnten natürlich wahrscheinlich hierhin springen jetzt. Das ist dann für später vielleicht ganz praktisch. Jetzt gerade nicht. Aber das Büro der Gouverneurin ist hier. Okay. Mit einer geschlossenen Tür. Und hier ist noch ein Arbeiter, mit dem wir auch noch was machen können. Hier vorne ist auch noch geschlossen, sehe ich gerade. Also so ein paar Bereiche sind noch zu, ne? So, aber hier haben wir auch das Artefakt hinzubringen. Okay, okay, okay. Schauen wir uns noch ein bisschen hier um. Ich kann nicht glauben, dass ich es endlich geschafft habe. Ich werde wirklich hier leben. Sie werden es. Wunderschön. Was ist das da hinten? Ist das ein sehr zylindrisch geformter Wirbelsturm oder? Gut, also wir sehen, Aya ist auch nicht so 100% krisenfest, was das Wetter angeht, das Klima. Aber ich vermute, wir müssen in dem Reliktgewölbe ja auch noch was unternehmen. Muss ja noch irgendwelche Verbesserungsmöglichkeiten geben hier. So, du bist Händler? Ich verkaufe nicht an Aliens. Okay, ist gut. Was, der Widerstand braucht Freiwillige. Kette haben die Stärke des Widerstands zu spüren bekommen und wissen, dass ihr Ende bevorsteht. Unsere Siege auf Volt sind nur der Anfang dessen, was wir erreichen werden. Aber ohne eure Hilfe können wir den Feind nicht besiegen. Seid ihr es leid, in Angst zu leben? Seid ihr davon überzeugt, dass wir für mehr als Sklaverei bestimmt sind? Seid ihr bereit, euch zu erheben und zu kämpfen? Dann werdet ihr beim Widerstand eine neue Familie finden. Wir werden euch dazu ausbilden, gegen die Kette zu kämpfen. Und uns gemeinsam mit euch zurückholen, was uns gehört. Der Widerstand verteidigt die Zukunft aller Angara. Schließt euch uns an. Wie pathetisch. So, oh, hallo. Metra, du bist ja auch hier. Alles okay? Wer hätte gedacht, dass die Rettung eines geachteten Mitglieds der angaranischen Gesellschaft so viele Türen öffnet? Ich habe mit einigen ihrer Händler gesprochen, um rauszufinden, ob wir ins Geschäft kommen können. Und, hat's denn funktioniert? Ich weiß, Sie wollen einen Vorteil herausschlagen, aber zuerst brauchen wir Ihr Vertrauen. Verhandeln Sie nicht zu hart. Sie sind der Boss. Ja, ich glaube, so nötig haben wir es dann auch nicht momentan. Neue Kunden sind uns immer willkommen. Sehen Sie sich ruhig um. Ich bin mir sicher, Sie finden etwas, das Ihnen zusagt. Das klingt doch schon besser als bei dem anderen.
Es kann nicht schaden, sich vernünftig vorzubereiten. Vielleicht haben Sie ja wirklich etwas, das ich brauchen kann. Und wenn nicht heute, dann bestimmt morgen. Ja, also zumindest für Jarl wird es hier sicherlich was geben. Genau, Angara-Panzerung. Das muss ich später mal in Ruhe schauen. Fünfer-Panzerungen gibt es hier, okay. Das merke ich mir mal. Ein holographisches Nachrichtenterminal. Gibt es hier neue Nachrichten? Nö, das sind die gleichen Methoden. Okay. Dachte ich mir fast. So, hier ist der Arbeiter. Ich rede aber erstmal hier. Handeln, sollten wir uns kurz unterhalten. Okay, wenn du das sagst. Ich hätte nie gedacht, dass ich die Morsha jemals wiedersehen würde. Noch viel weniger, dass wir es ihnen zu verdanken haben. Willkommen auf dem Markt. Ich bin Arbiter Renarf. Meine Aufgabe ist es, den korrekten Umgang zwischen Händlern und Kunden sicherzustellen und etwaige Streitigkeiten zu klären. Als erster Fremder, der unsere Stadt je betreten hat, können Sie unsere Gesetze nicht kennen. Was sollten wir Überlebenschancen. Tragen Sie eine Panzerung. Ja, siehst du mal, ich habe Arbeiter gelesen, aber es ist ein Arbiter. Naja gut, okay. Kann passieren. Wer entscheidet, was mit Leuten geschieht, die gegen das Gesetz verstoßen? Das hängt von der Schwere der Tat ab. Kleinere Vergehen kläre ich direkt hier vor Ort. Schwerwiegendere erfordern ein Tribunal. Wenn Sie auf Schwierigkeiten vorbereitet sein, kaufen Sie meine Panzerung. Wo ich herkomme, lautet das oberste Gesetz beim Handel, nicht betrügen. Ist das hier anders? Ich vermute, wir definieren Betrügen unterschiedlich. Ob etwas Unrecht ist, hängt stark von der jeweiligen Perspektive ab. Wo sie recht hat? Ich will hier keine Schwierigkeiten machen. Wie kann ich mich über Ihre Gesetze informieren? Ich schicke Ihnen eine vollständige Übersicht. Vorbereitet sein? Machen Sie sich mit den Inhalten vertraut. Persönliches Verantwortungsbewusstsein ist einer der Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Und wir erwarten es von jedem. Verstanden. Bitte suchen Sie auch meine Kollegen im Büro der Gouverneurin und im Hauptquartier des Widerstands aus. Von ihnen erfahren Sie mehr über unsere Kultur sowie darüber, was es bedeutet, sich frei unter uns zu bewegen. Es ist wichtig, dass Sie das verstehen. Es wäre schließlich höchst bedauerlich, wenn Sie unwissentlich gegen unsere Gesetze verstoßen würden. Wollen Sie auf jegliche Schwierigkeiten... Ach ja, persönliches Verantwortungsbewusstsein, das würde ich bei uns in der Gesellschaft auch gerne mal ab und zu sehen. Ihre Credits sind ebenso gut wie die von jedem anderen. Solange Sie keinen Ärger machen, habe ich auch kein Problem mit Ihnen. Sehr gut. Nee, aber es wird ja oft genug gerade von Führungspersönlichkeiten vorgelebt, dass persönliches Verantwortungsbewusstsein jetzt nicht so wichtig ist, ne? Das ist halt immer ziemlich traurig, wenn die Leute sich aus ihrer Verantwortung rauszuwinden versuchen, wenn sie Scheiße gebaut haben. Aber, naja, so ist das halt. Keine Sorge, das habe ich nicht vor. Freut mich, das zu hören. Gut, wir werden jetzt nirgendwo was kaufen. Auch hier gibt es hier den Cobra-Raketenwerfer. Scheint ähnlich zu sein, das Sortiment, wie bei dem anderen. So, wir schauen uns erstmal nur um hier. Daisuan, ich war vor Ort, als Sie gelandet sind. Und ich habe gesehen, wie Sie durch die Stadt eskortiert wurden. Ich kann gut verstehen, dass alle nervös waren. Aber ich hatte nicht vor, jemanden zu beunruhigen. Wir haben Schlimmeres durchgemacht als die Ankunft eines einzelnen Menschen. Ich habe noch nie solche Früchte gesehen. Was ist das? Haripos. Sie sind süß mit einer leichten Schärfe. Manchmal, wenn ich Glück habe, habe ich auch ein paar Kiloa oder Elmok im Angebot. Ist Obst hier eine Seltenheit? In dieser Form ja. Und es ist sehr teuer. Wenn jemand eine Haripo bei mir kauft, heißt das, er hat etwas zu feiern. Das ist ein Luxus, der von Freunden und Familie geteilt wird. Ich mache mich mal wieder auf den Weg. Nur gut, hier bei wissen. Mir, unbearbeitete Materialien. Erschaffen Sie daraus, gut. Was auch immer Sie möchten. Warst du das, der nicht mit mir handeln wollte? Sie haben Sie also durch die Tore gelassen. Huh. Ach nee, war doch ein anderer gewesen. Ja, also, darf ich hier einkaufen oder soll ich lieber irgendwo anders hingehen? Nun, Sie haben die Morsha gerettet. Sehen Sie sich um. Vielleicht finden Sie ja etwas, das Sie brauchen. Was hat er? Mods für die Waffen. Okay, gut zu wissen, gut zu wissen. Wir haben also alles Mögliche auch hier im Sortiment. Jetzt müssen wir bloß mal schauen, wo hier der Eingang zum Haus der Gouverneurin ist. Wahrscheinlich hier die Treppe hoch, ne? So,
schauen wir mal. Das sieht ganz gut aus. Ich glaube, hier könnten wir richtig sein. Genau. Ratssitzung für mich? Mein lieber Enro, habe ich derartige Unterlagen etwa jemals nicht vorliegen? Es gibt immer ein erstes Mal. Für einen Jungspund wie Sie vielleicht. Ich werde sie Ihnen sofort schicken. Ja. Arbiter Renav hat sie bereits angekündigt. Ich habe ein Datenpad vorbereitet, das unsere Gesetze ausführlich beschreibt. Machen Sie sich mit ihnen vertraut. Na klar doch. Wie von den Begründern von Aya festgelegt, verpflichten sich diese Welt und alle ihre Bewohner dazu, den Gesetzen, Bräuchen und Vorschriften einer zivilisierten Gesellschaft zu folgen, die schon seit Jahrhunderten auf anderen Welten existiert hat. Diese Verhaltensregeln garantieren jeder Familie in unserer Gesellschaft eine Stimme sowie bestimmte unantastbare Rechte. Seite 1 von 5983. Sehr gut. Die hat Ryder jetzt bestimmt alle gelesen, bin ich mir ganz sicher. Gut, reden wir noch mit dem hier. Pathfinder, wie Sie sich sicher vorstellen können, hat Ihre Ankunft hier die Bewohner Ayas beunruhigt. Es wird noch lange dauern, bis Sie Fremden wieder vertrauen können. Ja, und genau deshalb wollen Sie, dass die Nexus Ihnen zuhört. Wir haben in der Stadt Terminals aufgestellt, an denen die Einwohner Nachrichten an die Nexus hinterlassen können. Ich wüsste es sehr zu schätzen, wenn Sie sich die Zeit nehmen und diese Botschaften an Ihre Leute weiterleiten würden. Klar doch, aber könnt ihr die nicht einfach hier zentral sammeln und ich nehme sie mit? Oder ihr übermittelt mir das? Nein? Okay, dann machen wir es halt kompliziert. Warum auch einfach. Aber wir schauen nicht bei der Gouverneurin vorbei. Okay, die scheint uns noch nicht empfangen zu wollen. Das kommt dann wahrscheinlich erst später. Oh, ach so, das Büro ist da hinten. Ja dann, gehen wir doch bei der Gouverneurin vorbei. Bonjour, bonjour. Gibt's hier erstmal was? Eine Konsole. Spähen wir doch erstmal da ein bisschen drin rum. Notizen zur Ratssitzung. Persönliche Besprechungsnotizen von Gouverneurin Paranchier. Möchte die südliche Talregion erschließen, um Flüchtlingen dort ein dauerhaftes Zuhause bieten zu können. Also es ist VK befürchtet, wir könnten das hiesige Ökosystem durch Überbevölkerung beschädigen. Plädiert dafür, das Land ausschließlich zur Nahrungsmittelproduktion zu nutzen. M schlägt als Kompromiss vor, Orbitalhabitate mit Nexus-Technologie zu bauen. Flüchtlinge könnten mit Hilfe eines Lotteriesystems zwischen der Oberfläche und Aya und den Orbitalhabitaten wechseln. Ist dagegen, Hilfe und vor allem Technologie der Initiative anzunehmen. Weist darauf hin, dass Orbitalbauten durch das schwarze Loch problematisch sein und die Aufmerksamkeit von Cat-Patrouillen erregen könnten. Endgültige Abstimmung auf Novoa Buff verschoben. Auf was? Ja, was auch immer. Wir brauchen ein besseres Zuhause für unser Volk. Volt ist gefallen, Haval ist weiterhin instabil und Aya ist zu klein, um uns alle ernähren zu können. Wäre Kadara Port vielleicht eine Option? Wagen wir es überhaupt, eine Aussöhnung anzustreben? Tja, das werden wir bestimmt noch herausfinden. Aber sprechen wir erstmal mit der Gouverneurin selbst. Die Moschall wird beim Gewölbe auf Sie warten. Danke. Aber da ich schon mal hier bin, können wir uns vielleicht unterhalten. Natürlich. Das bin ich Ihnen schuldig. Wissen Sie, als ich Sie damals durch unsere Stadt geführt habe, war ich mir nicht sicher, ob ich das Richtige tue. Aber Sie haben mir bewiesen, dass meine Zweifel unberechtigt waren. Nein, mehr als das. Sie hätten die Gefangenen nicht vor dem Aufstieg retten müssen. Ich frage mich, ob Ihnen überhaupt bewusst ist, wie viel uns das bedeutet. Wir sitzen alle im selben Boot. Die Initiative will Ihnen helfen. Und ich will daran glauben. Sie sind vollkommen anders als die Cat. Was kann ich für Sie tun? Ich hatte gehofft, Sie könnten mir vielleicht helfen, mich mit Ephra gutzustellen. Ich wünschte, ich wüsste, wie das geht. Das würde mir meine Arbeit deutlich erleichtern. Manchmal scheint es, als würden Sie überhaupt nicht miteinander auskommen. Und dann wiederum... Er ist ein brillanter Taktiker und inspirierender Anführer. Wir sind uns nur einfach nicht einig darüber, was für unser Volk das Beste ist.
Ihr denkt, Geheimhaltung und Isolation würden uns schützen. Und was denken Sie? Dass wir die Cat nicht allein besiegen können. Ebenso wenig wie ihre Initiative. Ich habe einige Fragen über ihre Kultur. Ich werde sie Ihnen gerne beantworten. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber das hier ist doch nicht Ihre einzige Stadt, oder? Natürlich nicht. Es gibt sowohl auf Volt als auch auf Haval mehrere große Bevölkerungszentren. Und hier auf Aya gibt es ebenfalls zahlreiche weitere Ansiedlungen wie diese. Stehen diese Orte Besuchern offen? Irgendwann vielleicht. Okay, deshalb haben wir eben immer nur diese kleinen Bereiche. Ist aber gut, dass wir das mal mit angesprochen haben, dass eben die Planeten natürlich noch viel größer sind als das, was wir tatsächlich betreten können. Mir ist aufgefallen, dass Sie, Ephra und Jarl alle auf unterschiedliche Weise sprechen. Als die Geißel erstmals zuschlug, gab es viele angaranische Welten. Sie waren jahrhundertelang voneinander abgeschnitten. Aus diesem Grunde haben sich unsere Kulturen und unsere Sprache unterschiedlich entwickelt. Ephra wurde auf Volt geboren, Jarl auf Haval. Und Sie? Meine Heimatwelt wurde von den Cat zerstört. Die Überlebenden waren gezwungen, von dort zu fliehen. Letzten Endes fanden wir dann auf Aya Zuflucht. Meine Familie hat mitgeholfen, diese Welt zu besiedeln. Aya scheint für die Angara eine besondere Bedeutung zu haben. Aya ist ein Paradies. Diese Welt ist ein Geschenk. Wir haben die Vessal eingeführt, damit irgendwann jeder diesen Ort erleben kann. Wenn auch nur für kurze Zeit. Die Vessal? Die Zeit der Veränderung. Ayas Ressourcen sind zu begrenzt, als dass unser gesamtes Volk hier leben könnte. Deshalb erhält jeder von uns das Privileg, einige Jahre auf Aya verbringen zu dürfen. Und wenn unsere Zeit um ist, machen wir Platz für jemand anderen. Dieser Kreislauf wiederholt sich unser ganzes Leben lang. Werden Sie auch irgendwann gehen müssen? Ja, irgendwann schon. Aber im Moment werde ich auf Aya gebraucht. Ihr Volk verehrt die Moschai. Was hat sie getan, um sich diese Bewunderung zu verdienen? Nach dem Auftauchen der Geißel lag unsere Zivilisation in Trümmern. Diejenigen, die den Wiederaufbau leiteten, waren Denker, Experten und Erfinder. Die Moschai ist die brillanteste Wissenschaftlerin unserer Generation. Sie hat uns in ein neues Zeitalter technologischer Innovationen geführt. Und als die Cat angriffen, hat sie ihre Technologie studiert und ihre Taktiken ergründet. Ihr Volk hat sein Überleben ihr zu verdanken. Wir haben ihr alles zu verdanken. Und wir werden auch alles tun, um sie zu beschützen. Die ist eine Wissenschaftlerin, ist ja auch interessant. Aber wenn sie die Taktiken der Cat studiert hat, dann hätte sie doch bestimmt auch mal irgendwelche Ähnlichkeiten zu den Angara feststellen müssen, oder? Das finde ich ein bisschen seltsam. Sagen wir es mal so. Ich will jetzt natürlich keine Verdächtigungen in den Raum werfen, die dann sich als blödsinnig herausstellen, aber es ist schon ein bisschen merkwürdig. Na gut. Also, was machen Sie, wenn Sie sich hier amüsieren wollen? Das Tavetan ist ein beliebter Ort, um seine Freizeit zu verbringen. Okay, aber was unternehmen Sie denn so? Sie können ja schlecht die ganze Zeit arbeiten. Produktivität ist die beste Art der Entspannung. Und außerdem hervorragend geeignet, um extrem gestresst zu werden. Sie klingen wie meine 10 Brüder. Sie haben 10 Brüder? Und 8 Schwestern. Zum Glück ist es Ihnen nicht gestattet, mich bei der Arbeit zu stören. Okay, das ist eine große Familie. Wolltet ihr die jetzt schon wieder anmachen? Habe ich das jetzt gerade richtig mitgekriegt? Ja, tatsächlich. Es ist unfassbar, dieser Mensch. 10 Brüder und 8 Schwestern. Sie haben eine ziemlich große Familie. Eigentlich nicht. Wie viele Geschwister haben Sie denn? Nur eine Schwester, Sarah. Oh, was ist mit den anderen geschehen? Nichts. Unsere Eltern hatten nur 2 Kinder. Diese Versager. Das klingt erholsam. Bei unseren Familientreffen ist es so laut, als würde man direkt neben dem größten Wasserfall auf Aya stehen.
Meine Mutter behauptet sogar, ich wäre nur Gouverneurin geworden, damit mir die Leute zuhören müssen. Und? Hat sie recht? Sie hat immer recht. Ja, das glaube ich gern. Aber die Angara, ich habe das noch so in Erinnerung, die leben ja auch auf sehr engem Raum mit vielen Leuten zusammen. Wenn ich das richtig noch wenn ich mich da noch so richtig dran erinnere. Also die sind das ja auch gewohnt, zusammengepfercht in großen Mengen zu Hause. Wie ist es, für einen ganzen Planeten verantwortlich zu sein? Ich nehme an, so ähnlich wie der Pathfinder zu sein. An manchen Tagen ist es eine Bürde. Die meiste Zeit über weiß ich aber, dass ich genau da bin, wo ich sein sollte. Und wie sind Sie Gouverneurin geworden? Werden Ihre Anführer durch Volksabstimmung gewählt? Wenn Volksabstimmung bedeutet, dass man so lange lautstark debattiert, bis nur noch ein Kandidat übrig bleibt, dann ja. Ich habe dieses Amt inne, weil ich bereit war, die damit verbundenen Verpflichtungen auf mich zu nehmen und dafür zu kämpfen. Und das funktioniert tatsächlich, solange debattieren bloß noch einer übrig ist? Ich glaube, bei Menschen würde das nicht funktionieren. Ich habe den Eindruck, es gibt Spannungen zwischen Ihrer Regierung und dem Widerstand. Wer von Ihnen hat tatsächlich das Sagen? Ephra gibt gerne Befehle. Zumindest bis zu dem Punkt, an dem die eigentliche Arbeit bei der Verwaltung einer Stadt beginnt. Der Widerstand ist gut darin, uns vor den Cat zu beschützen, aber unser Volk braucht mehr. Ich weiß inzwischen, wie weit ich Ephras Wunsch nach Kontrolle nachgeben kann, ohne dadurch meine eigene Position zu schwächen. Na gut, machen wir mal einen hoffentlich nicht wieder allzu creepy-mäßigen Flirtversuch hier. Lässt Ihnen Ihr voller Terminkalender überhaupt Zeit, sich mit jemand Besonderem zu treffen? Für mich ist jeder auf seine Weise etwas Besonderes. Das habe ich nicht gemeint. Oh, nein, das hat für mich im Moment keine Priorität. Eines Tages vielleicht? Okay, war zum Glück nicht allzu flirty gewesen. Das ist irgendwie immer ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, die Gespräche, die Ryder dann führt, wenn man in diese Flirtrichtung geht, die sind immer schmierig. Meistens, zumindest. Gut, okay, damit haben wir jetzt ein bisschen was erfahren. Das war ganz interessant. Und dann sollten wir aber auch mal weitergehen. Danke für Ihre Zeit. Ishare, Pathfinder. Gesundheit. Gut, gut, gut. Also ein paar Quests hier auf Aya haben wir ja bekommen. Müssen wir mal schauen, dass wir die noch so nebenbei mit abgefrühstückt kriegen. Ich will jetzt natürlich auch nicht ewig lang hier rumtrödeln auf dem Planeten, denn wir wollen ja schließlich irgendwann noch in das Gewölbe aufbrechen. Und ich hoffe, dass wir da nichts kaputt machen, sondern tatsächlich auch hilfreich sind. Was gibt's hier drüben? Achso, das Nachrichtenterminal. Okay, und hier unten ist auch noch eins, sehe ich. Ach, die Nachrichtenterminals. Ach so, ja, okay. An denen soll ich das machen. So, Botschaften von Bürgern an die Nexus. Zusammengestelltes Log mit Botschaften von Bürgern, die auf dem Markt von Aya hochgeladen wurden. Streng geheim, nur für den Pathfinder. Nehmen wir mit. Oh Gott, die können wir jetzt auch noch lesen. Betreff, danke. Ich erinnere mich an mein erstes Zusammentreffen mit der Moshe. Moshai heißt sie, ne? Ja, ich glaube, so wurde sie ausgesprochen. Es war eines der größten Ereignisse meines Lebens. Sie hatte so viel für unser Volk getan. Als die Gerüchte aufkamen, sie wäre von den Cat verschleppt oder sogar ermordet worden, verlor ich jegliche Hoffnung auf unsere Zukunft. Sie haben sie mir zurückgegeben. Mir ist egal, was andere sagen. Ich glaube, dass sie gekommen sind, um uns zu retten. Wir können das bearbeiten, sehe ich gerade. Warum? Treff, gehen Sie nach Hause. Das hier ist nicht Ihre Galaxie. Sie gehören nicht hierher. Wer glaubt, Sie seien anders als die Cat, ist ein Narr. Ich habe Sie durchschaut und viele andere teilen meine Meinung. Treff, kein Eintrag. Wenn Sie Frieden und Freundschaft wollen, Pavoa. Wenn Ihre Herzen voller Niedertracht sind, werden Sie sterben. Mehr müssen Sie nicht wissen. Betreff, Pavoa. Mein Name ist Viaka. Meine Familie hat gesagt, ich könne Ihnen schreiben. Ich habe noch nie einen Alien getroffen, aber sie würde ich gerne treffen. Ich glaube, wir könnten Freunde werden. Ja, wir schicken das natürlich unbearbeitet, weil sonst hat das Ganze keinen Sinn, wenn wir die Hälfte wegnehmen von den Nachrichten. Es soll ja auch zur Verständigung sein. Sie wollen uns töten. Ein Bürgerforum. Wenn sie Sklaven sind,
Aufstieg ist nur ein weiteres Wort für die Tatsache, dass die Kett uns töten. Und wenn du dich irrst? Was, wenn wir für sie getötet haben, ohne uns dessen bewusst zu sein? Ich habe einen Kett aus der Nähe gesehen, als sie uns angegriffen haben. Er hatte nichts mit unserem Volk gemein. Ich habe unterschiedliche Arten von Kett gesehen. Sie lassen möglicherweise verschiedene Spezies aufsteigen. Alles, was sie verwandeln, wird zu einer Abscheulichkeit. Wir müssen diese Kreaturen vernichten. Danke für diese Einblicke, Pathfinder. Wir sehen uns mit einem komplexen Problem konfrontiert. Kommt, meine Freunde, lasst uns darüber debattieren. Das klang jetzt aber ziemlich von oben herab, ihr Dank, in Anführungsstrichen. Ich glaube, das war jetzt irgendwie ironisch gemeint, oder? Oder sie klingt immer so, das kann natürlich... Oh, Entschuldigung. Kann natürlich auch sein.